Auf jeden Fall. Willkommen bei Polyglot Podcast. Ich bin Christian und das ist unsere zweite deutschsprachige Folge. Heute haben wir einen Gast aus Indien, Satya Selen. Willkommen. Vielen Dank, Chris. Vielen Dank für die Einladung. Ja, erstens kannst du ein bisschen dich vorstellen. Wer bist du? Woher kommst du? Und wo bist du jetzt? Ja, genau. Also mein Name ist Satya Selen. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin gerade ein Vollzeitstudium mache ich in Deutschland. Also ich komme ursprünglich aus Indien, aber ich habe schon Deutsch in Indien schon 8 Monate gelernt. Und ja, jetzt im jetzigen Moment bin ich in zwar Deutschland, zwar 2 Monate in Berlin. Ja. Also du bist 23 Jahre alt. Ja, genau. Ja. Also wann warst du geboren? 1900? Nein, Nein, 2000. ich, ja, genau. Oh, meine Güte, du bist so jung. Ich fühle mich so alt jetzt. Ja, und Wie alt sind Sie genauso? ja, also ich hatte meine Geburtstag 16. Oktober, also jetzt bin ich 33 Jahre alt. Oh, Also super alt. zehn Jahre. 10 Jahre Lücke, ja. Ja. Und wo warst du geboren? Also ich bin genau gesagt in Südindien geboren. Also mein Stadt heißt Tanjore. Das ist eine Kannst du das wiederholen? Tanjore. Tanjavur. Tanjavur. Und der Provinz, Bundesland, oder wie nennt man das? Das ist ein Stadtviertel, würde man sagen. Also, sagen. Also Stadtviertel. Ja. Aber der Provinz, wie Rajasthan, Andhra Pradesh oder wie? Nein, das heißt Tamil Nadu. Tamil Nadu, okay, Ja, genau. das kenne ich. Ja. Und was ist deine Muttersprache? Also von meinem Land würde ich das ein bisschen vorstellen, dass meine Sprache ist Tamilisch. Ja, also das wusste ich schon, aber die Zuschauer wissen das nicht. Ja, meine Sprache Ja. ist Tamilisch und außerdem kann ich ein bisschen Deutsch, Englisch und ich habe bis 5. Klasse Hindi gelernt, ein bisschen, Ja, ja. okay. Bevor ich mehrere Fragen stelle, will ich ein bisschen mehr über Tamil oder Tamilisch sprechen. Ja. Also am Anfang kannst du vielleicht erzählen, die Zuschauer erzählen, wie viele Leute sprechen Tamilisch und wo, weil ich glaube, es gibt auch viele Leute, die nicht Tamilisch, die tamilische Sprache so gut kennen. Ja, würde man sagen. Also hauptsächlich Tamil spricht man nur in Tamil Nadu. Also in Süddeutschland, aber auch in Sri Lanka, da auch spricht man Tamilisch. Aber die Dialekt ist ein bisschen anders, was wir in Tamil Nadu sprechen und die Menschen in Sri Lanka sprechen. Okay, wie ist das anders? Also vielleicht einige Worte sind gewechselt. Also ich weiß nicht genauso, aber ich bin darüber sehr sicher, dass einige Worte das benutzt man in Sri Lanka, es nicht in Tamil Nadu benutzt. Ne? Und außerdem, Tamilisch ist auch eine offizielle Sprache in Singapur. Ja. Und hast du die Dialekt von Tamilisch in Singapur von Singapur auch gehört? Nein, das habe ich nicht gehört. Ja.
Nur die, also die der Dialekt von Sri Lanka. Ja, das ist der Grund, warum ist es das, weil ich in Deutschland bin. Hier, Ah. ich begegne so viele Leute aus Sri Lanka, deswegen, ja. Ach so, okay. Ja. Also wie du schon weißt, mein Vater kommt aus Sri Lanka, aber er ist Sinhaleser. Aber er ist auch zum ersten, er ist auch in Deutschland gegangen. Und mein Vater hat meine Mutter aus Finnland in Deutschland getroffen. Und deswegen, ja, ich glaube, es gibt sehr viele Leute aus Sri Lanka Ja, und gerade in Indien. Deutschland so viele Leute aus Sri Lanka. Ja, Ja, und richtig. auch aus Indien, ich glaube, dass viele Ja, Leute genau. Ja. wollen nach In den Deutschland letzten gehen. 2 oder 3 Jahren, ja, so viel Indien kommt nach Deutschland. Ja, und also du bist derzeit nur 2 Monate. Hast du viele Freunde oder kennst du viele Leute da? Und zum Beispiel die andere Leute aus Indien, welche Sprache sprechen Sie? Also ich wohne gerade in einer WG und hier haben wir 8 Leute insgesamt. Und glücklicherweise, wir sind alle aus Indien. Deswegen, Ja. ja, ich habe kein Problem hier Ja. für den Gespräch. Aber ja, in den letzten 2 Monaten habe ich zu viel gewandert und so viele Leute aus dem Deutschland auch kennengelernt. Und in der Nähe von meiner WG gibt es eine Kirche, das ist eine ukrainische Kirche, wo man jeder Sonntagabend da gehen und ein gesundes Essen haben. Und ja, ich habe auch dort nur einige ukrainische Menschen kennengelernt. Und ja, es geht so viel. Ja. Und die Indianer also die Indianer in Deutschland, welche Sprachen sprechen sie? Ist es hauptsächlich Hindi oder gibt es auch andere, die Tamilisch oder Telugu, Kanada, andere Sprachen sprechen als Also, Muttersprache? obwohl wir haben unsere einzige Sprache, also einzige Muttersprache, so ehrlich gesagt, in Tamil Nadu spricht man Tamilisch und hier auch spricht man Tamil nur mit einem anderen Tamilien. Aber meistens inzwischen in Indien sprechen wir Englisch. Ja. Vielleicht du hast das schon gewusst, dass mehrere Leute in Nordindien sprechen Hindi. Aber ja, aus Südindien könnte man das nicht bestätigen, dass jeder Hindi weiß. Deswegen ja, unsere häufige Sprache ist Englisch. Ja. Aber ja, manchmal wir versuchen uns, die Deutsch zu üben auch. Ja, okay, das ist gut. Und ihr spricht dann ein bisschen auch auf Deutsch miteinander. Ja, genau, ja. Ja, okay, das ist sehr gut. Ich will ja ein bisschen mehr über deine Heimatstadt fragen und deine, als du Kind war. Deine Familie, welche Sprachen sprechen deine Familie? Family members, Mitglied, nein, Familie. Also deine Mutter, Ja, Vater und Familienmitglieder, ja genau. Familienmitglieder, ja. Also hauptsächlich sprechen wir nur Tamilisch. Es gibt keinen Grund dafür, andere Sprache zu sprechen da. Ja, mehrmals benutzen wir englische Sprache für unsere offizielle Verwaltung oder sowas. Andersweise gab es da keine Möglichkeit, andere Sprache zu sprechen. Deswegen ja, würde ich sagen, wir sprechen nur Tamilisch miteinander in unserer Familie. Ja, aber welche Sprachen können deine
Eltern. Ja, wie schon Also gesagt, nur Tamilisch. nur Tamilisch, Ja, genau. kein Englisch. Nein. Also war es mehr seltsamer, Englisch zu können Ja, in Sie der wissen, Sie. Generation, von deinen Eltern. Ja, Sie wissen, lesen, verstehen die englische Sprache, aber Sie sprechen nicht eigentlich. Ja. Okay. Und als ihr das Fernsehen schaut, als ihr fernseht, auf welche Sprachen gibt es verschiedene Sendungen? Weil es gibt ja so viele Sprachen in Indien. Ich nehme Ja. das an, dass es kann Englisch sein und Tamilisch, auch vielleicht andere, oder? Ja, insgesamt in Indien, wir haben 22 offizielle Sprachen, aber ja, wie schon gesagt, wir schauen nur die tamilische Kanäle am Fernsehen. Aber Aber es gibt ja, die Möglichkeit ja. ist sehr zu weit. Ja. Also ja, 22. Kannst du dich erinnern, alle 22 offiziellen Sprachen? Ja, ich versuche mal. So meine Sprache: Tamilisch, Malayalam, Kannada, Telugu, Marathi, Punjabi, Hindi, Bengali, Bhojpuri, Kashmiri, Assamesisch vielleicht? Assamis, Assamis, ja, Assamis, ja. Ist Sanskrit auch, weil es ist eine heilige Sprache? Also Sanskrit ist nicht eine gesprochene Sprache Mhm. heutzutage, aber ja, es gibt auch einige Staaten in Indien, die Leute da sprechen Sanskrit. Also Ja. das ist zu selten. Aber ja. Und Odisha, Oria, Odisha, ja. Odisha. Ist da Marwari, Haryanvi, Marwari. Ja, das ist oder ein Dialekt von Dialekt? Punjabi. Ja, Ja, okay. ich gehöre. Okay. Zu schwer, alle zu Ja, sich alles zu erinnern. erinnern. Ja, das ist alles. Okay, das war ein bisschen über 10. Ich glaube, das war ganz gut. Ja, danke. Wusstest du, dass Bolivien hat mehr offizielle Sprachen? Ich glaube, sie haben 30 oder 40. 40, ja. Ja. Ich glaube, Weiß ich nicht. Ja. Bolivien hat am meisten offizielle Sprachen. Und Südafrika hat auch nicht so viel wie Indien, aber ich glaube, es war ungefähr 12 Ja. oder 10. Ja. Also Südafrika ist hauptsächlich ein Land mit mehrere Sprachen. Also da sprechen man Menschen mindestens drei oder vier Sprachen. Jeder spricht mindestens drei oder vier. Und ich habe, also das habe ich auch über Indien gehört, dass in Indien es ist ganz häufig, dass die Leute drei oder vier Sprachen können. Aber was ist deine Meinung? Ja, das hängt von den Regionen ab, würde ich sagen, weil in Südindien den meisten Leute spricht deine Muttersprache nur, zusätzlich Englisch. Aber in Nordindien sprechen manche so viele Sprachen, weil sie haben
Hindi als eine häufige Sprache. Also wenn man Hindi sehr gut beherrscht, dann wird es ein bisschen einfach für andere Sprachen zu beherrschen. Vielleicht wenn ich Hindi ganz gut beherrscht, dann ich kann Marathi, Punjabi oder andere Assamisi sehr einfach gelernt, weil sie sind sehr ähnlich. Das ist der eine Sache. Und zweitens, sie haben ja die Möglichkeit, ihre Stadt zu gehen. Das ist vornehmlich für die Arbeit, sie haben auch wie sagt man, Familienmitglieder in anderer Stadt oder andere Stadtviertel. So, ja, es hängt total von den Regionen und die Möglichkeit für die Sprache zu lernen. Ja. Also ja, Hindi und die meisten Sprachen in Nordindien sind Indo-Arische oder was heißt das auf Deutsch? Indo-Germanisch, ja. Ja, Indo-Aryanisch ist Einig, okay. die große Indo, ja, ich glaube, das ist Indo-Arische, Indo-Aryan Languages, Ja. ja. Und im Süden, ihr habt die dravidische Sprachen, Dravidian-Sprache, Schwabenland, ja, genau. ja, wie Telugu, Kannada, Malayalam. Ja. Und was glaubst du als eine tamilische Muttersprachler, welche dravidische Sprachen kannst du verstehen? Und ja, was ist deine Meinung über die andere dravidische Also, Sprachen? die Wahrheit ist, die mehrere dravidische Sprache, also zum Beispiel Malayalam, Kannada, Telugu, die sind alle grundsätzlich von Tamil geworden. Aber als Tamilien, ich kann diese Sprache nicht verstehen, aber sie können mir verstehen. Ah, okay. Das ist für mich jedes Mal wichtig, lustig. Also die Sprache kommt meiner Muttersprache, aber sie können mir verstehen, ich kann ihnen nicht. Ja, weil sie stammen her aus also alte Tamil oder Proto-Tamil oder Ja. etwas, ja. Wie alt seid ihr, als ihr in die Schule geht? Weil hier in Finnland, wir gehen in die Schule, als wir 7 Jahre sind. Aber in manchen Ländern es ist es 6 oder 5 auch. Und wie Ja. alt warst du, als du in die Schule gegangen bist? Also normalerweise gehen wir in die Schule in 3 Jahre. Also das ist ein Kindergarten. Ich weiß nicht, was ist das richtige Wort auf Deutsch, aber sagt man Pre-KG, Pre-KG, und dann zufolge LKG, und dann kommt First Klasse. Und dann bis 12. Klasse, erste Klasse, bis 12. Klasse, danach die Universität oder das College und ja und so weiter. Okay, und wie alt warst du, als du deine erste fremde Sprache gelernt hast in der Schule? Ja. Also, ich ging in die Schule, da eigentlich die englische Sprache unterrichtet. Also, es gibt hier in Tamil Nadu gibt es zwei Schulen, hauptsächlich eine tamilische Schule und andere ist eine englische Schule. Also, in der englischen Schule unterrichtet man hauptsächlich mit englischer Sprache, und in der tamilischen Schule unterrichtet man mit tamilischer Sprache. Ja, glücklicherweise ging ich in die Schule mit englischer Sprache, deswegen, ja, würde ich sagen, seitdem ich 3 Jahre alt war,
hatte ich den Kontakt mit der englischen Sprache bekommen. Ja. Okay, was war das, die Entscheidung deinen Eltern? Sie dachten, es wäre besser, in diese Schule zu gehen. Ja, weil ja, sie haben immer gedacht, dass Englisch lernen ist ein bisschen besser als nur Tamilisch zu sprechen oder Tamilisch zu lernen. Deswegen, ja, das ist der Hauptsache. Und ja, wenn man ganz gut Englisch macht, dann wäre es besser, so viele Möglichkeiten in der Zukunft zu haben. Das ist auch ein Grund. Deswegen, ja. Und während deiner Schulzeit hast du auch andere Sprachen in der Schule studiert oder hattest du die Möglichkeit oder war das nur Englisch in der Schule? Ja, also glücklicherweise ja, hatte ich ein bisschen Hindi gelernt. Also von 1. Klasse bis 5. Klasse hatte ich Hindi gelernt. Okay. Dafür habe ich die Möglichkeit. Ja, und Englisch auch von der ersten Klasse. Ja. Ah, okay, gleichzeitig zwei neue Sprachen, also Ja. Hindi und Englisch. Ja, genau. Und wie war das? Deine Erfahrung zwei. Also, das ist nur für Studium. Also, damit kann man nicht sprechen, Hindi sprechen, aber ich kann lesen, also ein Bücher lesen, anhören oder sowas. Das ist total mit der Prüfung etwas zu tun, aber das ist nicht für unser Leben. Ja, okay. Ich denke, in dem ganzen Deutschland, das ist auch sehr ähnlich. Also die Sprache ist nur für Prüfungen zu bestehen. Aber eigentlich, die Sprache ist eine lebendige Sache, dass man mit voll herzlich zu lernen, ne? Ja. Wann hast du die tamilische Schrift gelernt? Wie alt warst du? Und ja, war das in Ja, der Kindergarten? genau. Das war im dritten Alter. Wie alt? Dritte. Drei Alter. Als ich 3 Jahre war, hatte ich Tamilisch Ah, schreiben okay. gelernt. Okay, schon als Dreijähriger. Wow. Ja, genau. Weil jetzt denke ich danach, wie hart das kann sein, wenn, also als man muss erst tamilische Schrift lernen und dann in der Schule die lateinische Buchstaben und also die Devanagari von Hindi lernen. Wie Ja. war deine Erfahrung? Also, das kann ich nicht eigentlich erinnern, wie war das, aber ja, am Anfang, das war zu schwer. Man muss einfach sehr arbeiten daran. Ja, weil ich kann mich noch erinnern, wie ich meine Schule erst in England angefangen habe, als ich 6-Jähriger war. Ich konnte kein Englisch. Wir haben nur ein Jahr da gelebt. Ich habe, okay, genug Englisch gelernt, um mit anderen zu ein bisschen reden. Und danach sind wir in Estland umgezogen. Und ich musste meine erste Klasse wieder machen. Und ich musste die estnische Sprache lernen. In England hab ich nicht die Buchstaben, die Buchstaben gelernt. Aber in Estland habe ich die lateinische Schrift gelernt. Aber ich konnte nicht in der ersten Klasse lesen, aber in der zweiten Klasse, als ich 8-Jähriger war, konnte ich lesen. Und es war sehr hart für mich. Und wenn ich denke, dass du musstest als 7-Jähriger noch zwei andere Schriften
Lernen, dann, oh meine Güte, das muss ein bisschen kompliziert sein für die Kinder. Aber nein, vielleicht nicht, weil Kinder lernen ganz schnell. Ja, also ich glaube, dass in unserer Kindheit wir lernen alles schnell. So, ja, Ja. das wissen wir ganz genau. Unser Gehirn funktioniert sehr flexibel, deswegen, also jede Information kommt direkt zu unserem Gehirn und kann einfach das lernen. Ja. Heutzutage oder jetzt, welche Schriften kannst du lesen und schreiben? Gibt es auch weitere Schriften, die du gelernt hast, oder sind die Schriften, die du lesen und schreiben kannst, Tamilisch, Lateinisch und Devanagari? Ja, ich kann Devanagari-Schrift lesen, also das Sanskrit und Hindi. Und während der Corona-Zeit hatte ich ein bisschen Koreanisch und Chinesisch gelernt, Ja. aber das sind alles schon weg. Ja. Ich habe es total vergessen. Aber wenn ich das nochmal erinnere, kann ich ein bisschen Hangul, Koreanisch lesen. Und ja, ich habe schon ein paar chinesische Kanji gelernt. Okay, wie viele? Das kann ich also nicht mehr als 200, ja. Oh, okay, 200, das ist ja ganz viel, nicht, ja, weil ich lerne Chinesisch seit 2016, und ja, ich bin sehr faul mit den chinesischen Charakter, was ist das? Buchstaben? Das ist nicht Buchstabe, aber ja, die chinesische Schrift gewesen, weil Zeichen? Zeichen, ja, chinesische Zeichen, Ja. weil ich glaube, ich kann nicht mehr als vielleicht 50 oder 100. Ich weiß nicht. Wenn ich lese, ich kann viel mehr lesen, aber selbst schreiben, ach, vielleicht 10 Das oder braucht Zeit, ich ja. weiß nicht. Ja. Und was noch? Also Tamilisch, Englisch, Hindi. Welche Sprache kommt nach diese drei? Welche Sprache hast du nach Hindi und Englisch studiert in der Schule oder selbstständig zu Hause? Also ja, wie schon gesagt, Hindi habe ich in der Schule gelernt, aber und danach mein Deutsch, Koreanisch und Chinesisch und ein bisschen Spanisch auch habe ich bei mir selbst gelernt. Okay, wie hast du alle diese Sprachen angefangen? Welche Methode und hast du verwendet und oder genutzt? Und ja, du kannst damit mit Deutsch anfangen. Ja, also es hat angefangen, nachdem mein Schulstudium absolviert hatte. Also das war zum ersten Mal, ich hatte ein Video über Polyglot angesehen auf YouTube. Ja. Ja, deswegen würde ich sagen, YouTube spielt eine richtige Rolle in meinem Sprachlernen, Sprachreise. Ja. Wann Und war das? Welches Jahr war ja, na. das? Gleichzeitig mal ein Schulstudium absolviert hatte danach. Also vielleicht als ich 18, ja, 18 Jahre alt war. Okay. Also Danach schaute ich, Google darüber, wie man eigentlich eine Sprache lernen und schaute Videos von Polyglotten. Und tatsächlich, ich habe zwei Vorbild für meine Sprachreise. Also die Polyglotten. Eins ist Luca Lampariello, er ist ein Italiener Polyglott. Zweitens ist Richard Simcott, er ist von UK.
Ja, ich habe eigentlich Richard in Finnland getroffen in 2000, Wow, sehr gut. 2017 vielleicht. Er war, ja, Ja, er war. er ist eigentlich ein sehr netter Mensch, ne? Ja, und ja, er kannte schon ein bisschen Finnisch, auf Finnisch reden, obwohl Ja, er er spricht. sehr kurze Zeit in Finnland war. Ja, es war ganz, ganz, jetzt kann ich nicht das Wort in Er ist keine Sprache. sehr begeistert in der Sprache und ja. Ja, also Freundlich. sehr beeindruckend, ja, das war das Wort. Beeindruckend, ja. Beeindruckend, ja. Ja, aber der erste war Luca Luca, Lampariello's ja. Video, die du gesehen hast. Und Und Luca zurzeit spricht 15 Sprachen. ja. Ja, und danach hast du angefangen, diese Videos Ja, auf YouTube Videos auf YouTube zu sehen. schauen und hast du nur die Videos geschaut und war es Also Polyglot-Videos ja. auf Englisch oder was ist passiert dann? Also meine Methode ist wirklich, also als erstes muss ich einfach die Sprachstruktur zu lernen. Dafür gucke ich, also jeder hat ein passendes YouTube-Kanal auf YouTube. Deswegen, es ist unser Wahl, die richtige YouTube-Kanale zu suchen. Deswegen, aber ich habe glücklicherweise ein Account, das ist der Langfocus. Dieser Kanal ist über alle Sprachen, Sprachstruktur und Hintergrund der Sprache. Er ist eigentlich ein Linguistiker, deswegen ich mag dieses Videos sehr gut. Als erstes, bevor ich eine Sprache lernen möchte, ich gucke in diesem Kanal, was für eine Sprache ist das? Also er hat ganz gut erklärt, wie die Sprache funktioniert, was ist die Grammatik. Ein kurzes Video, das dauert ungefähr 15 oder 20 Minuten. Ist dieser YouTuber, er wohnt in Japan, oder? Ich weiß nicht das genau. Lang Focus. Ja, ich glaube, ich habe. Ah, ja, ich kenne diese Kanal. Ich mag auch die Videos von Lang Focus, ja. Ja. Sehr. Ich habe das Sprachstruktur ein bisschen versteht, dann gehe ich zu Videos. Also so wie eine Basis begrüßen, wie sagten Hallo oder sowas. Und ja, auf Dauer, was ich mache, ist nur so ich gucke ein Video, das wäre vielleicht 2 oder 3 Minuten, und ich sitze vor dem Spiegel und ich versuche, das alles zu reproduzieren. Das ist meine Wow. Methode. Okay. Ja. Das ist interessant. Ja, vielleicht das klingt einfach ein bisschen schwer zu machen, aber das ist eine sehr lustige Methode, die ich bis jetzt gefunden habe. Ja. Und das hat mir sehr gut gelungen mit Deutsch und Hindi auch, ja. Ja. Ja, ich habe nie einen Spiegel genutzt, aber ich habe also Videos gemacht über mich selbst, als Ja, ich das ist auch sehr gut. Ja. ja, aber Spiegel, das ist eine gute Idee auch. Also, wenn wir unser Gesicht in der Spiegel sehen, Ja. dann unser Selbstbewusstsein geht es ein bisschen zu hoch. Das Ja, ist, ich glaube, ich ja. stimme zu, das hilft. Ja, als ich sehe, wie mein Mund, Ja. was ist das? Moves.
als mein Bewegt. Mund bewegt, ja, Bewegung. bewegt, ja, als mein Mund bewegt und ich kann auch hören, wie ich aus spreche Also aus, ja. eigentlich, die Sprache ist nicht nur die Bewusstsein über die Sprache, Sprachstruktur oder die Wortschatz und Grammatik. Es ist auch eine andere Sache, unser Selbstbewusstsein. Das spielt auch eine geringere Rolle in der Sprachlernung. Ja. Also einige Empfehlungen, welche Videos können Leute schauen, die zum Beispiel Deutsch, Koreanisch, Chinesisch oder Spanisch lernen? Also mein Lieblingskanal ist Easy German. Ich kann 5 Sterne bewerten für die Easy German Kanale, weil ich meine ganze Deutsch nur mit dem Easy German gelernt hatte. Und für Spanisch weiß ich nicht wirklich ganz genau, aber es gibt ja heutzutage so viele Forum auf dem Online. Da kann man so viele Informationen über die Materialien für die Sprache zu lernen, sammeln. Und vielleicht auch Easy Spanish, weil die Easy Ja, Languages, Easy Languages, ja. sie haben ganz viele Sprachen heutzutage. Ja, genau. Ja. Ich mag sehr auch Easy German, Easy. Ja, ich glaube, ich habe schon Ja, es diese. sind so viele Sprachen, ja. Ja, ich glaube, ich habe in mehr als 10 Sprachen die Videos geschaut. Ja. Und hast du Netflix geschaut oder hast du Netflix? Ja, genau, ich mag das so viel. Ja. Und ich glaube, Netflix ist auch eine sehr gute Plattform, wo man so viele Sprachen lernen kann. Und ja, ich denke, sie haben ungefähr 18 Sprachen, ne? Ja. Ja, Ja, ungefähr 20. Ja. 20. Ich 20 Sprachen. glaube 18, 20. Ja. Dabei konnte man unsere Emotionen mit der Sprache einfach verbinden. Das ist auch eine sehr, sehr, sehr gute Methode. Ja. Und die Untertitel sind auch hilfreich. Untertiteln, ja, genau. Ja, weil manchmal, wenn ich eine englischsprachige Sendung schaue, habe ich die Untertitel auf Schwedisch. Schwedisch oder Deutsch oder ja. Und wenn es nicht auf Englisch ist, dann vielleicht eine andere Sprache. Aber Ja. ja, Netflix ist auch gut. Hast du alle diese Sprachen, die du studiert hast, hast du einige also Sprachfreunde, Language Buddies gehabt, mit denen du geübt hast? Wirklich nicht, spielt nicht zu viel, aber ja, ich hab einige Freunde getroffen auf dem Online, in Plattform, das heißt Open Language Exchange, ja, das heißt Was heißt das? Open Language Exchange. Open Exchanges. Okay. Open Language Exchange. Open Language Exchange. Ja, richtig. Da kann Ja. man ja für so viele Leute für Sprachtandem begegnen. Ja, aber nicht so viel. Wie schon gesagt, ich habe nur mit mir selbst sprechen vor dem Ja. Spiegel Ja. und ich mache das wieder und wieder. Ja. Okay. Ich habe nie über diese Website gehört, weil ich habe mich selbst Tandem.com Ja. benutzt und ich weiß auch, dass HelloTalk ist ganz groß, aber das habe ich nicht
genutzt. Ja, was hast du in der Universität in Indien studiert? Du hast also einen Bachelor-Abschluss in Also mein Bachelor-Abschluss ist in Pharmazie. Pharmazie. Okay. Ja. Das Und war ein 4-jähriger Kurs. Der besteht aus die Sachen mit Medizin, wie man eigentlich die Medizin herstellt und was für eine Wirkungen die Medizin in unserem Körper macht und andere so viele Sachen. ja. Und wie hast du dich entschieden, danach nach Deutschland zu gehen und studieren und ja. Also, ja, ganz ehrlich, ich kann sagen, meine große Motivation nach Deutschland zu kommen ist die deutsche Sprache selbst. Ja, nachdem ich mein Bachelorstudium absolviert hatte, gucke ich nach, mit welchem Weg kann ich nach anderen Ländern umgezogen. Und damals hatte ich gemerkt, dass, okay, wenn ich die deutsche Sprache ganz gut gelernt habe, dann es wäre für mich sehr einfach und besser, nach Deutschland zu umgezogen. Ja. Aber tatsächlich, ich studiere gerade in einer Privatuniversität, so im Allgemeinen die Public-Universitäten in Deutschland hat kein großes Gebühr für Studium oder Vorlesungszeit. Also für die Studenten zahlt nur ungefähr 200 oder 250 Euro pro Semester. Das Okay. ist die Sache in Privatuniversität. Aber Ja. ich studiere gerade in einer also das ist die Sache in Blick-Universität, aber ich studiere gerade in einer Privatuniversität. Deswegen ja, hatte ich einen Studentenlohn bekommen von einer NBFC, sagen auf Englisch. Und ja, es dauerte eigentlich mehr als ein Jahr nach Deutschland zu umgezogen. Ja. Also, ja, du weißt jetzt schon, dass die deutsche Bürokratie ist so komplex. Es Ja, ist immer kompliziert. ich weiß nicht darüber, aber ich glaube, es ist wie hier in Finnland. Es ist Ja. komplex. Wie heißt die Universität in Deutschland? Meine Universität heißt Aden-Universität. Aden Universität. Das ist eigentlich eine Uni von Vereinigten Königstaaten. Ja. Sie haben einen Campus hier in Berlin. Ja, okay. Und machst du einen Bachelor-Abschluss da oder Nein, Masters-Abschluss? Masters. Ich mache mal ein Masterstudium. Also Ja. Masters in öffentlichen Gesundheit. Ja. Wie ist es möglich, aber als du hast einen Bachelor-Abschluss in Pharmazie, Pharmakologie oder? Und jetzt du machst deinen Master's-Abschluss in eine andere Fach. Also vielleicht die Voraussetzung ist, ich erfülle alle Voraussetzungen für dieses Masterskurs, Ja. weil ich habe schon einige Relevanz mit dem Kurs. Deswegen, ja, glücklicherweise habe ich ein Zulassungsbescheinigung bekommen. Ja. Und du bist nach Deutschland in August, war das August oder September, Im als du September, ja. Ich bin, umgezogen bist. ja. Ja. Und wenn ich mich erinnere, das war dein erstes Mal In Deutschland, ja, genau. was war das? Abroad. Ausland, im Ausland. Ausland, im Ausland, ja. Wie kann ich das vergessen? Ja. Ja, erstes Mal im Ausland, oder? Ja, auf jeden Fall.
Und auch erstes Mal in dem Flugzeug. Nein, ich habe schon mit dem Flugzeug in Indien Ah, gefliegt. okay. Aber ja, wie hast du dich gefühlt, als du in Deutschland umgezogen bist und alle neuen Dinge? Ja, also um erste Woche, alle sind sehr, wie sagt man, überraschend. Also das ist meine erste Erfahrung mit nur im Ausland. Ich war sehr beeindruckt, wie strukturiert alles hier ist. Also die Straßen sind sehr gefleckt und alle sind sehr organisiert. Das Wetter ist schon hier gerade hier gibt hier gerade Herbst. Und ja, also ich denke, dass der Vorteil für mich ist, ich habe die deutsche Sprache in Indien schon gelernt. Das war für mich ein großer Vorteil. Aber die Umgangssprache ist ein bisschen schwer für mich. Die Menschen sprechen so zu schnell, also die einfach die verbunden einen Satz mit ein Wort mit anderen gleichzeitig und das ist ein bisschen schwer für mich besetzt zu verstehen. Aber ja, es war sicher schon eine Erfahrung. Aber ja, ich glaube, du hast nicht so große Schwierigkeiten, weil du schon so Ja, gut Deutsch das kann. beherrschst. Ja. Und was glaubst du, können die andere Studenten so gut Deutsch sprechen oder gar kein Deutsch, die gerade in Deutschland umgezogen sind? Ja, das ist ein anderes Fall, weil mein Kurs nicht Deutsch verlangt. Also mein Kurs ist ein Englischkurs, deswegen brauche ich kein Deutsch dafür. Aber ja, ich denke ja, die Sprache ist eine Schwierigkeit hier für die mehrere Studenten, die nicht ganz gut Deutsch in Indien gemacht hatten. Ja, sie lernen Deutsch. Hier in Berlin. Und wie lange wirst du in Deutschland bleiben? Ja, als ich in Indien war, hatte ich gedacht, okay, ich werde sicherlicherweise die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen, aber nachdem ich Deutsch angekommen bin, verändert meine Meinung. Also die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen, ist mein Ziel. Aber vielleicht am kommenden 3 Jahren werde ich in Deutschland bleiben. Okay, ich muss nach 3 Jahren wieder fragen, wieder diese Frage dir stellen, weil also Okay. das Leben kann ja sich verändern und ja, weil Ja. zum Beispiel mein Vater ist als er nach Deutschland umgezogen ist, ich weiß nicht, was war sein Plan, aber mein Vater war auch 23. Und danach hat mein Vater nur zweimal Sri Lanka besucht. Zweimal. Weil Ja. nach Deutschland ist er mit meiner Mutter nach Finnland umgezogen und ja, vielleicht etwas Also passiert dir auch, dass du bekommst Kinder oder etwas und du bleibst in ja. Deutschland und du gehst in Kanada oder ich weiß nicht wohin, aber ja, Ja. du hattest eine Frage? Ja, ich möchte gerne über dich noch mehr zu wissen. Also, deine Mutter ist finnisch, ne?
Finnen, ja. Ja, und wie viele Sprachen hast du schon beherrschen? Ich? Ja. Oh, ja. Also, das hängt davon, wie man beherrschen definiert. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Aber ja, ich Mit wie viel habe. Sprache hast du schon Erfahrung gemacht? So. Was für eine Erfahrung? Weil ich habe auch einige Sprachen in Duolingo studiert und zum Beispiel, ich habe 30, nein, 29 Sprachen in Duolingo, alle diese Ausgaben fertig gemacht in Duolingo. Wow, das ist super. Aber ich kann nicht sagen, dass ich Rumänisch spreche oder Polnisch oder aber Aber Sie haben ja. schon einige Übersicht über die Sprache, ne? Ja, ich habe eine gute Übersicht, weil als ich zum Beispiel in Duolingo die alle Sprachen gelernt studiert habe, habe ich also den Strukt die Struktur diesen Sprachen gesehen. Aber tiefere Kenntnisse habe ich von vielleicht 10 Sprachen, weil also jetzt habe ich Zehn Sprachen? ja, weil ich habe ich weiß nicht, ob du hast meine andere Folgen Podcast-Folgen gesehen, aber ich habe gerade habe ich Folgen auf 9 Sprachen und ich glaube, ich kann auf Französisch auch machen. Also ich glaube, ich kann auf 10 Sprachen diese Folgen, diese Podcast-Folgen filmen und dann habe ich weitere 10, die ich kann nicht Folgen machen, also eine gute Gespräch haben. Aber ich kann, ja, weitere 10 Sprachen, die sind zwischen A1 und B1. Okay. Ja, aber ich glaube, no, ja, 19, die sind zwischen also B1, B2 und nach C2 ungefähr. Toll, toll. Also Sie sind ein echter Polyglott, würde ich sagen. Ja, vielleicht, ja. Ja, ich mag Sprachen auch sehr und eigentlich wusste ich nicht, was ein Polyglott war vor das Jahr 2013 oder 14. Dann habe ich ein Video von Richard gesehen Okay. in YouTube. Ja. Finden Sie, dass die Sprachzertifikat sehr wichtig für die Sprache zu lernen? Für mich, Zertifikate zu bekommen, ist nicht so wichtig. Nein, für mich das Wichtigste ist, dass ich selbst weiß, dass ich mit der Leute reden kann. Weil ich weiß, dass es gibt Leute, die Zertifikate haben, aber sie können nicht reden. Ja, Zum stimmt so, ja. Beispiel in China, da habe ich in Chengdu, Sichuan Provinz, 3 Monate gearbeitet in einer chinesischen Firma und sie hatten zwei junge Mädchen, die oder Frauen. Sie beide hatten Bachelor-Abschluss von Englisch, aber sie konnten nicht so viel Englisch sprechen. Und ja, deswegen, aber ja, das ist nur ein Beispiel. Es gibt mehrere, aber ja, ich glaube, die Zertifikate sind nicht so wichtig für mich. Also,
Ich glaube, es ist wichtig, wenn deine Arbeit erfordert, was ist das, require, Verlangt, verlangt. ja, ein Zertifikat belangt. Aber wenn nicht, dann glaube ich, dass ist nicht so wichtig. Aber ja, vielleicht, wenn du nach Ausland umziehen möchtest und ein zum Beispiel Austauschstudent sein Ja. möchtest, dann vielleicht, ich weiß nicht, wie war das mit dir? Also ja, wie schon gesagt, ich brauche kein Deutsch hier für mein Masterstudium, aber ich habe schon IELTS-Prüfung gemacht. Okay. Für Englisch, für meine Englischkenntnisse zu beweisen. Ja, also hier in meiner Universität, wir haben einige Austauschjahr, Ziele, wohin wir gehen können. Die meisten haben keine Erforderungen, ja, Requirements. Ist das Requirement? Voraussetzungen, ja. Was war das? Voraussetzungen. Voraussetzungen. Aber es gibt einige in Lateinische Amerika und in Island auch, ich glaube, in Island und Faroe Islands. Ich kann das nicht mich erinnern auf Englisch. Aber sie haben diese Voraussetzungen, dass man muss Färöisch oder Isländisch oder Spanisch gut genug sprechen, um Ja. ein Austauschsemester da zu Das machen. machen, ja. Ja. Und dann, ja, dann glaube ich, dass ein Zertifikat wichtig ist. Andersweise, ansonsten, ja, die Sprachzertifikat ist nicht sehr wichtig, ne, im allgemeinen Ja, Leben. das ist meine Meinung. Ja. Ja. Ich stimme Und zu. ja, was für Sprachziele hast du jetzt für deine Zukunft? In den kommenden 3 Monaten würde ich gerne mein Deutsch noch mehr verbessern und C1 oder C2 Sprachprüfung zu bestehen. Oh, wow, zäh. In Ein den oder zwei. nächsten 3 Monaten. Ja. Oh, okay, das ist ganz schnell. Wie wirst du das machen? Was ist dein Plan? Also ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, auch gerade, aber ich muss daran arbeiten. Aber was denkst du, wirst du viel mit der Leute auf Deutsch sprechen, mit auch deine Freunde, die vielleicht die Englisch oder Ja. ich Tamilisch sprechen und so. Nein, ich muss mein Lernen noch intensiver zu machen. Ja. Wenn ich innerhalb 3 Monate bis C1 oder C2 Sprachen erreichen möchte, dann muss ich mehrere Vokabeln sammeln, um meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Dafür ja, vielleicht arbeite ich jeden Tag 3 oder 4 Stunden dafür. Und ja, ich muss noch versuchen, mehrere Leute kennenzulernen Ja. in Deutschland, ja. Vielleicht solltest du kein Englisch oder kein Tamilisch da Ja, das ist ein guter sprechen. Vorschlag für mich. Danke. Ja. Danke. Ja. Ja. Ja, das kann Ja. ich auch machen. Also gestern habe ich eine Sachen, verschiedene Erfahrungen gemacht. Bevor ich ins Bett gegangen habe, hatte ich gemerkt, dass wenn wir etwas tun sollen, wenn wir etwas wirklich von unserem Herz machen sollten, dann alles ist möglich hier. Es gibt Ja. hier keine Grenzung. Unsere Minderheit ist ebenfalls immer steht als eine große Verhindernis für etwas zu machen. Ja. Deswegen, ja, alles ist möglich hier. Ja. Und in der Zukunft nach, also
danach, als du Deutsch perfekt sprichst oder also Ja. eine C1 oder 2 Fortgeschrittene Sprachler. So, ja. Niveau, was war das? To reach. Erreichen. Erreicht, Erreichen. Erreichen. ja, erreicht hast. Welche Sprachen möchtest du lernen? Möchtest Ja. du vielleicht Spanisch, Chinesisch, Koreanisch verbessern oder einige neue Sprache auch lernen? Ja, meine andere Sprache ist, nächste Sprache ist Spanisch und Hebräisch. Oh, Hebräisch. Ja. Okay, warum? Weil ich die hebräische Sch Skript sehr gut mache. Okay. Ich mag das sehr. Ja. Ja, also kannst du das schon lesen oder du magst das noch? Ja, ein bisschen, ein bisschen. Ja. Okay. Hast du einige Frage für mich oder Sachen da, worüber du ein bisschen mehr sprechen willst, weil ich glaube, ich habe schon alle meine Fragen gestellt, die ich hatte. Okay. Ich muss darüber kurz überlegen. Ja, das kann über die Sprachen in Finnland sein oder meine Erfahrungen oder Sprachen in Indien oder was immer. Also, erzähl mal mir, was für eine Erfahrung du hast gesammelt, nachdem sie ihre vierte oder fünfte Sprache schon beherrscht haben. Also ich denke, ja, es gibt eine Sache, das heißt, laut Luca sagt Language Core, also Sprachekerne, das kann man an unserem Gehirn selbst entwickeln. Also wenn wir drei oder vier Sprachen schon ganz gut beherrscht hat, dann wird es einfach, wie eigentlich fünfte, sechste Sprache zu lernen. Sie haben Ja. schon eine gute Übersicht über, wie es angeht, ne? Und was denken Sie darüber? Und deine Frage war, als ich meine vierte, fünfte Ja. Sprache. Also unser Kontakt mit der Sprache verändert sich nach. Ja. Ja, ich glaube, als ich vielleicht ja, vier oder fünf Sprachen schon irgendwie konnte, war das viel leichter, weil als wir zurück nach Finnland umgezogen sind, war ich 10 und ich konnte, nicht perfekt, aber ich konnte, hatte Kenntnissen auch, in vier Sprachen, also Finnisch, Englisch, Estnisch und Deutsch. Und ja, ich glaube, es war ganz leicht für mich danach, meine fünfte Sprache, Schwedisch zu lernen, weil Schwedisch ist unsere zweite offizielle Sprache und wir alle müssen das in der Schule lernen. Und ich musste in der siebten Klasse Schwedisch anfangen. Und ich konnte schon Englisch und Deutsch. Und ich dachte auch, Schwedisch war so leicht, weil die Grammatik von der schwedischen Sprache ist viel einfacher. Und danach in der Gymnasium, nein, Oberstufe, in der Oberstufe habe ich Italienisch und Spanisch angefangen und ich konnte sehr schnell die Grundlagen von diesen Sprachen lernen. Und ja, ich glaube, es hat mir sehr geholfen, dass ich im Ausland von dem Alter 6 bis 10 gelebt.
weil danach war es viel leichter, mein fünfter, sechster und siebter Sprache lernen. Und ja, als ich ein Erwachsener war, habe ich die Intensität höher gemacht und mehr Sprachen lernen angefangen. Und ja, und jetzt, wenn ich neue Sprachen lernen will, ich kann verschiedene Strukturen sehen und ich kann sehen, ah, okay, dieses Wort gibt es schon in diese Sprachen. Zum Ja. Beispiel, ich habe diese Online-Klassen in Indonesisch und Indonesien ist eine muslimische Stadt und ich kann da Wörter erkennen oder recognize erkennen. Ja, genau, erkennen, ja. Erkennen, die ich schon in Türkisch oder Persisch oder auch Swahili gesehen habe. Und ich kann diese Verbindungen sehen. Und ich glaube, es ist viel leichter jetzt, weil ich kann die Struktur von ganz vielen Sprachen. Und wenn ich eine neue Sprache lerne, ich kann sehen, ah, okay, die Logik ist wie in diese Sprache oder diese Sprache, ja. Ja. Und haben Sie irgendwelche bestimmte Methode, für seine Sprache zu lernen? Ja, ich habe eigentlich jetzt, also ich habe meine eigene Methode entwickelt und mein eigenes, also Produkt auch entwickelt. Ich habe ein Buch, wohin ich sammle alle Wörter, die sehr wichtig sind. Und es gibt, Also, was das für alle Sprache? Meinen Sie ja, das? ja Okay, weil, okay. weil mein Problem war, dass ich hatte für eine Sprache, ich hatte ein Textbuch, eine Lehre, was ist das, Notizbuch, Notebook. Ja, Notizbuch. Notizbuch, Notizheft, Heft. Heft und sie waren so chaotisch. Ich hatte also die Information von einer Sprache, ich hatte es also chaotisch in meinem Gehirn. Und dann, wenn ich etwas wissen wollte, musste ich online, was war Dictionary? Wörterbuch. Wörterbücher gucken oder die Bücher. Ich hatte so viele. Dann dachte ich, dass ich sollte ein Buch haben, wohin ich sammle alles von dieser Sprache. Und da, also 2019 habe ich diesem Notizbuch entwickelt und jetzt habe ich ein Notizbuch für alle meine Sprachen. Und zum Beispiel, ich kann jetzt zeigen, hier ist für nordsamische Sprache. Also Spricht man das ich, in Norwegien oder was? wo spricht man das, diese Sprache? Finnland, in hier Nordfinnland. Okay. Ja, also die Struktur ist, dass hier ist erst man hat es gibt was war das? Space. Es gibt, was war das Wort? Ich habe wieder vergessen. Raum? Oder? Raum, ja, es gibt Raum, die Buchstaben zu schreiben. Dann gibt es also 68 verschiedene Themen. Und hier gibt es auf Englisch erst, kannst du sehen, englische Wörter und Ja. Lehrer stellen, also ein leerer Platz, wohin ich das schreiben kann auf
diese Sprache, die ich Diese Sprache, okay, lernen will. ja. Und diese Seite ist komplett leer. Es hat nichts. Und ich habe hier Greetings, Begrüßungen, Introduction. Es gibt also 68 verschiedene Themen. Und in zwei Seiten habe ich also insgesamt vielleicht von 50 zu 100 Wörter und auch Phrasen über eine Thema. Und so kann ich, wenn ich etwas vergesse, zum Beispiel, wenn ich über Ausbildung sprechen will, dann nehme ich mein Notizbuch und hier, also Kapitel Nummer, was ist das? 24, School and Education. Und ja, hier habe ich alle, also ich habe schon auf dem linken Seite, wie du gesehen hast, Ja. okay, hier habe ich eine leere Seite, kannst du das sehen? Ich habe nicht, Ja. ja, also ich habe schon ich habe schon die Wörter, die am wichtigsten sind über diese Thema. Und dann muss ich nur das Wort auf Nordsamisch finden und dahin schreiben. Und Okay. dann benutze ich meine Notizbücher mit vielleicht meine Sprachfreunde, also Tandem Buddies. Und ich zum Beispiel mit meinem Freund Anton, wir beide lernen Indonesisch. Und dann wählen wir zum Beispiel Kapitel Nummer 1, Begrüßungen. Und dann versuchen wir eine Dialoge zu machen über diese Thema und Also, alle diese wichtige Wörter zu lernen. Und danach, wenn ich sie vergesse, kann ich immer wiederholen und sehen, okay, was kann ich über diese Sprache? Und ja, das ist meine, also ich schaue Videos und Filme, aber alles, das ich weiß, sammle ich hier in meinen Notizbüchern. Und ja, das ist meine Methode. oh, also sie sind sehr strukturiert. Ja, das ist sehr wichtig für Sprachen. Ja, weil Ja. ich will über alles sprechen. Ich will, wenn ich eine Sprache lerne, ich will, dass ich kann über die Geschichte, über Ökonomie, also über alles sprechen. Und deswegen habe ich diese Methode entwickelt und diese Produkte auch. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, weil vor dieser Buch war mein Sprachenlernen sehr chaotisch. Also ich habe dieses Notizbuch 2019 veröffentlicht und damals lernte ich schon über 10 Sprachen, vielleicht 13 oder 14. Und es war schon sehr kompliziert mit also diese leeren Notizbücher zu lernen, weil nach zwei, drei, also 4 Seiten, sie sind so chaotisch, dass, also ich, Ja, ich verstehe, verstehe. wenn ich etwas verschreibe, nach ein Jahr, ich brauche dieses Notizbuch nicht, weil, Ja. also ich gucke, was ich geschrieben habe. Ich denke, okay, was ist das? Damals bekommen wir ein ja, chaotisches Gefühl. Das Ja. mögen wir nicht eigentlich. Ja, genau. Ja. Und wenn du denkst, wenn ich ein leeres Notizbuch brauche für
20 Sprachen, weil ich habe ein Ziel, 20 Sprachen zu fließend zu sprechen und ein also Podcast-Folgen auf 20 Sprachen zu machen. Wenn ich 20 Lehrer-Notizbücher hätte, es wäre so schwer denken, okay, welche Wörter werde ich hier in diese Seiten schreiben und so. Und ja, deswegen habe ich so gemacht, wie ich habe. Ja. Ja, gut. Und was finden Sie die richtige Motivation für mehrere Sprachen zu lernen? Also Motivation, oder? Ja. Oh, für mich, also ich liebe zu reisen und mein Ziel, als ich jünger war, war so viele Sprachen zu beherrschen, dass ich frei über, also rund Welt reisen konnte. Und mit die Lokale, mit die, nein, Einheimischen, mit den Einheimischen zu sprechen, die einheimische Sprache und nicht immer Englisch. Und Ja. das ist ja die Motivation für mich, aber ja, ich glaube, alle haben verschiedene Motivationen und Gründe, warum sie eine Sprache lernen. Ja. Ja, sehr gut. Ja, haben Sie schon irgendwelche Vorteile mit seiner Mehrsprachigkeit erfahren? Oh ja. Ja, also immer wenn ich reise, kann ich, also das, wie du auch bemerkt hast, es ist ganz leicht, wenn du Deutsch in Deutschland sprechen kannst. Ja, genau, Ja, ja. also ja, das habe ich bemerkt, wenn ich in Das lateinische ist Amerika. das ist grundsätzlich ein anderes Gefühl, dass wir mit Menschen quatschen auf der Sprache, in ihren Muttersprache. Ja, genau. Und sehr selten habe ich also die Situation, wenn ich nicht die einheimische Sprache spreche. Letztes Mal vielleicht in Tansanien vielleicht, weil ich kann nicht so viel Swahili. Und Okay. ja, ein bisschen in die Ukraine. Also mein Russisch damals war, es war okay. Aber in Ukraine ist es ein bisschen schwierig, weil ja, die Politik, wegen der Politik, viele Leute antworten auf Ukrainisch und ich verstehe kein Ukrainisch. Aber ja, okay, da konnte ich Russisch, ich kann nicht sagen, dass ich die einheimische Sprache nicht sprechen könnte. Aber ja, oft, wenn ich irgendwo hin reise, kann ich die einheimische Sprache. Ich glaube, das ist ein Vorteil. Auch jetzt in meiner Part-Time-Arbeit als ein Nordlicht-Guide Oh, oder nordlich. Leiter, Nordlicht-Leiter-Guide, ja. Ja, es war ganz leicht für mich, diese Arbeit zu bekommen, weil ich konnte sagen, dass ja, ich spreche viele Sprachen und ich habe einen Podcast. Sie können sehen, dass ich auch diese Sprachen kann. Ja, also ich glaube, ja, das ist ein großer Vorteil auch. Ja, wirklich wunderbar. Also Sie haben da eine große Möglichkeit, so viele Sprachen zu üben, ne? Mit so vielen Menschen aus der ganzen Ja, Welt. also ich habe noch nicht angefangen, weil Okay. was ist das, High Season, Weiß ich die nicht. Saison, Saison, ja. nicht die Saison in dieser Zusammenhang, aber ja, die Saison, Hochsaison vielleicht, nein. Mein Freund hat dieses Wort genutzt, aber ich kann es nicht
Mich erinnert jetzt, wenn man über Tourismus spricht, ich glaube, es ist nicht Saison, die Tourism Season. Aber ja, es anfängt bald und vielleicht nächste Woche habe ich die erste Nordlicht-Tours hier in Rovaniemi, in Lappland. Oh, sehr gut, auf ein gut gelingen. Ja. Aber ja, ich glaube, wir können jetzt. Oder hast du noch mehrere Fragen? Nein, ich denke, das ist genug. Ja. Okay, danke für alles. Es war ein gutes Gespräch und danke für alle Zuschauer oder Zuhörer, die uns zugehört oder zugeschaut habt. Es war interessant mit dir zu sprechen und ja, ich glaube, wir können eine neue Folge in 3 Jahren machen, also als du 3 Jahre schon in Deutschland gewohnt hast, dann wäre es ganz interessant, wieder mit dir zu sprechen und deine Erfahrungen zu teilen. Ja, danke, danke, vielen Dank. Also ich habe die ganze Zeit richtig sehr gut genießt. Und ja, nochmal vielen Dank. Ja. Okay, wir sehen uns in die nächste Folge. Tschüss. Tschüss.